Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch die mysteriöse Mew-Kollektion mitgebracht. Und zwar schon die zweite, die wir hier auf diesem Channel öffnen. Und die ist einfach nur genial. Also, wir haben in der ersten Box so geniale Pulls gemacht. Schaut die euch unbedingt an, falls ihr die verpasst habt. Ihr müsst euch die anschauen. Denn die Pulls da drin sind majestätisch gewesen. Hier seht ihr das Logo des 20-jährigen Jubiläums von Pokémon. Das Training geht weiter. Train on. Und hier halt diese Box. Diese mysteriöse Mew-Kollektion gibt es eigentlich zum Beispiel bei GameStop. Oder auch beim Spiel- und Drogeriefachmarkt Müller. Da gibt es die auch. Woanders sind die auf Deutsch kaum noch zu kriegen. Auf Englisch sieht das anders aus. Auf Englisch kriegt man die auch noch besser. Und auch noch 2 Euro günstiger. Wie eigentlich immer. Die Engländer und Amerikaner, die haben immer Glück. So, die Box haben wir hier. Da haben wir es. Oh, das geht ja von ganz von allein. So, da haben wir nämlich einmal hier diese Codecard. Das Mew. Den Pin. Und die 2 Booster. Alles hier mit Vorsicht behandeln. So, sehr genial. Und wir haben das Artwork Turtok und Bisaflor. Nun zoomen wir ein wenig ran, damit man auch die total genialen Motive hier erkennt. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. So, der Mew Pin, sehr hochwertig in der Verarbeitung, finde ich. Sehr cool gemacht. Wie immer hochwertige Produkte in diesen auch relativ teuren Boxen. 16,99 kosten die circa. Da haben wir den Code. Hier haben wir das Full Art Mew. Erster Angriff Hellseherei. Dein Gegner deckt seine Handkarten auf. Zweiter Angriff Psycho. Eine Psycho-Energie und Doppel-Colorless. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jede Energie zu, die an das aktive Pokémon deines Gegners angelegt ist. Ja, nicht schlecht. 40 plus. Karte haben wir auch gut rausgekriegt, total unversehrt. In Mint oder Near Mint Condition. Sehr gut. Und nun diese beiden Booster, die beiden Generation Packs. Welches nehmen wir zum Schluss? Wir nehmen Turtok wieder zum Schluss. Weil Turtok uns das letzte Mal richtig... Ach nee, Glurak hat uns richtig Glück beschert. Diesmal setzen wir mal auf Turtok. Und versuchen dieses Generation... Ich will immer Generations sagen. Weil sich... Wir versuchen, ob sich dieses Generation-Pack sehr gut öffnen lässt. Oh, vorbildlich. Das geht gut. Top. Der Kartentrick ist wie folgt. Und zwar 3 nehmt ihr weg und tut die hier hinter. Also die 3 hintersten vor die 3 vorderen. Und die 4 hier sind eigentlich immer ankommen. Diese 3 hintersten sind, also die hier sind kommen. Diese sind dann, die ganz hinten vorher waren, sind Ankommenkarten. Und das hier ist dann eine noch von der Radiant Collection, von dem Subset, eine Reverse und eine potenzielle seltene EX-Karte. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Hier haben wir diese Kampfenergie in diesem neuen Look. Ein Dodu. Sehr cool. Dodu-Lieferung. Ziehe 2 Energiekarten. Hier wieder dieses Fleckmon
was uns schon häufiger begegnet ist. Ich glaube, davon habe ich 3 Stück aus 3 Boostern mittlerweile. So, hier haben wir dann wieder eine Finsternis-Energie. Davon habe ich jetzt auch schon 2. Endivir, das ist auch sehr cool vom Artwork her. Herumrennen, offensichtlich das, was dieses Pokémon gerade auch bei diesem Artwork gerade macht, mit Pikachu, ein bisschen herumrennen. Das ist auch aus diesem Radiant Collection Set. Das sieht man hier oben an diesen Symbolen, die normalerweise nicht da wären. Bedeutungen haben die eigentlich keine, soweit. Also Radiant Collection, das ist die Nummer 1 davon. Wartung ist unsere erste Ankommenkarte. Die zweite ist Safcon. Sehr cool. Anpassungsfähige Entwicklung. Aha, okay. Interessant. Lest es euch durch. Safcon. Ja, Pixie haben wir hier. Okay, als Reverse. Die hatten wir vorher noch nicht, sondern nur als normale Ankommen. Oh, ein Juveltal. Das ist aber Holo. Das sieht man kaum. Ein sehr cooles Juveltal. Das ist auch sehr gut noch spielbar, wie ihr vielleicht wisst. Das hier kann man sehr gut in so Finsternis-Decks gebrauchen. Aufgrund des Angriffs Unheil schwingen. Und die zweite Karte, ein Tauros-Stern, aber mit Dschungel-Artwork. Sehr genial. Das ist wirklich das alte Artwork. Ich glaube, die KP, die wurden deutlich geboostet. Aber die Angriffe, die sind auch anders. Es konnte nämlich Raserei damals, genau. Also das ist einfach nur das Artwork übernommen. Sehr cool. Juveltal hieraus eindeutig der bessere Pull als eine Holo-Karte. Aus dem Radiant Collection Set. Da ist es mir leider nicht gelungen, die Tüte super zu öffnen. Traurig. So. Ja. Ich glaube, dieses Fleckmon ist in jedem Pack drin. Also bei mir bisher in jedem gewesen. Deswegen gehen wir darauf nicht weiter ein. Hier haben wir ein Paras. Ein Rihorn. Zubat. Das sind alles eindeutig jetzt Reprints gewesen. Dieses Knilz ist dann wieder die erste Karte aus der Radiant Collection. Oh, Imakuni, sehr cool. Das ist eine Unterstützerkarte. Die gab es in Japan, vor, ich glaube 1998 gab es den ersten Print von Imakuni. Und die Karte ist sehr sinnlos. Aber das ist eben das Witzige daran, dein aktives Pokémon ist jetzt verwirrt. Und wie ihr seht, es ist ein Mensch, der in diesem Artwork zu sehen ist. Das war so ein Running Gag damals in Japan. Irgendwie Imakuni hatte irgendwas mit Pokémon zu tun und hat sich immer selbst verwirrt. Der kam dann auch in dem Trading Card Game vor. Deswegen, da gab es, glaube ich, auch die Imakuni-Karte. Genau, also der Effekt, dein aktives Pokémon ist jetzt verwirrt. Ob das spielerisch irgendwie Anklang finden wird, wir werden sehen. So, hier dieses Austoss haben wir dann. Und Pokéball ist unsere Reverse. Ich nehme jetzt mit Absicht die Karte, die dahinter ist. Denn ich sehe was. Nein, wir haben ein drittes Kickli. Ich will ja nichts spoilern, aber das ist unsere Rare und davon haben wir schon mehrere. Pokéball Reverse, was ist dahinter? Ihr könnt es euch denken. Und zwar Pikachu Full Art aus der Radiant Collection. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mit dem Angriff Wangenrubbler. Wirf eine Münze. Bei Kopf ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Und Ruckzuckieb. Wirf eine Münze. Bei Kopf fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. Ich halte es für euch extra jetzt so genial ins Licht. Okay, so sehen die Augen von Pikachu eher ein bisschen dämonisch aus. Aber sehr coole Karte. Jedenfalls. Ja, das ist eindeutig unser bester Pull
Alle Pulls sind genial, aber das Pikachu, das wollte ich auch unbedingt gerne haben. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Das sind unsere guten Pulls, die wir gemacht haben in diesem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und ihr schaut auch demnächst wieder rein. Wenn ich für euch weitere Generationen Produkte öffne, ich öffne natürlich alle Produkte von diesen Generationen Boostern, wo die drin sind, da wird es noch viel, viel mehr geben als nur diese Mewbox. Ihr werdet das ganze Jahr Chancen und Zeit haben, an diese Boxen zu kommen. Auf jeden Fall, definitiv. Diese Mewbox, die ist jetzt einfach nur schon fast vergriffen. Aber macht euch da keine Sorge, es kommt nächsten Monat nämlich sogar die Celebi-Box. Und darin sind auch genau dieselben Booster enthalten. Die wird es nur halt in diesen Boxen geben. Also, gute Pulls gemacht. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann.